Willkommen zurück zu Pikmin 2. Ein weiterer Dungeon und wir sind in Sublevel 2. Oh, Feuer. Oh, da sind Spinnen. Nun gut, wir verlassen uns erstmal auf die Roten. Vorerst in diesem Sublevel. Louis. Die machen hier jedes Feuer mal aus. Oh, Frösche. Ich glaube, die Spinnen sind gar nicht so gefährlich, aber die Frösche wohl. Mal sehen, ob die einfacher sind als früher. Nein. Sie haben ein Opfer gefordert. Scheiß Dinger. Da war ein Schatz drin. Ein Sinalco. Verschluss. Steht auf! Oh nein. Und wieder ein Verlust. Komm, wir kriegen dich doch. Blödes Ding. So, jetzt die Spinnen. Die haben mir bislang nicht viel wehgetan. Die Spinne, transportiert den. Irgendwie interessant. Oha. Die hat Feuer abgesondert. Als er gestorben ist. Was es nicht alles gibt. Abtransportieren. Wollen hier klar Schiff machen. Die kann man gar nicht so einfach besiegen, ne? Interessant und cool. Okay, ich will die Spinne besiegt haben. Hallo, ihr sollt die Spinne angreifen, nicht das Feuerding. Wow. Louis. Idiot. Jetzt aber mal wieder weiter im Text. Abtransportieren. Haben wir alles aus. Noch lange nicht. Da ist ein Quietsche-Entchen. Donnerwetter. Donnerwetter. Mann! Du machst es aus. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Oder? Oh Gott, hier geht's ja noch viel weiter. Dahinter ist auch noch ein Schatz. Sehr schön. Das geht aber zackig. So wünscht man sich das. Was ist das denn? Lippenstift. Noch was? Weiße Pikmin können noch mal graben. Scheint nicht der Fall zu sein. Tja. Wie bewertet Cold Mirror das? Name? Lippenbekenntnis. Liegt's gar nicht falsch. Nun gut, wenn wir alles vorher ausgelöscht haben, dann krallen wir uns jetzt noch den Sinalco-Verschluss. Ohne Scheiße, ja. Schleichwerbung ohne Ende. Aber ich find's gut. Ah, das Quietsche-Entchen. Rausziehen, Leute. Drei Schätze. Ach, los, nur ein Kopf. Ein Kopf vom Quietsche-Entchen. So, der Sinalco-Verschluss. Mal sehen, was er bringt. Yay, 30. Alter, wenn ich 30 Euro für so einen Verschluss bekomme. Aktivitätsentfacher. Ich wäre schon froh, wenn ich dafür 30 Cent bekomme. Bekommen würde. So, alle auf mein Kommando. Haben wir jetzt dann alles? Ich denke schon, wir können dann sicher unseren Weg fortsetzen. Dun, 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 dun. 80. Name. Paradoxes Mysterium. Ja. Das ist wirklich ein paradoxes Mysterium. Eines der wenigen ungelösten Geheimnisse dieser Welt.
Mal sehen, was uns in Sublevel 3 erwarten könnte. Feuer. Ne, jetzt kommt Gift. Oder Elektro. Oder nichts davon. Oh nein, ihr. Was macht ihr denn unterm Erdreich? Kaum zu glauben. Aber es ist mir immer wieder eine Freude, euch zu killen. Was bist du für einer? Der Käfer tut uns gar nichts. Na doch, die kämpfen auch mit dem Käfer. Oh! Der ist elektrisch. Mein Gott. Wir wären beinahe alle draufgegangen. Wie soll ich das denn riechen, dass er elektrisch ist? So, alle herkommen. So wird's gemacht. Was ist der Lohn? Schon wieder eine Dose? Kann ich im Moment noch nicht erkennen, was? Oh, du bist schon... Ey, du bist so eine... Du bist so fies, ne? Dafür musst du sterben. Wir tun dich auch mal abtransportieren. Jeden Scheiß tust du abtransportieren. Was ist das denn? Schon wieder Schleichwerbung. Es ist Break. Day. Break. Egg. Bono. Salmon. Salmonell. Offene Architektur. Dun, 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 dun. Okay, das scheint nicht deutsch zu sein. Eher irgendein Ami-Scheiß. Aber auch gut. Ah, wir haben noch nicht alle Schätze hier. Gut zu wissen. Ah, das sind alles Elektrokäfer. Aber hallo hier. Ihr wisst also, wer dran ist. Warum sind denn noch Weiße da? So. Alle schön sorgfältig fertig machen. Die tun sich gegenseitig bestromen. Macht das Ding fertig. Tötet ihn. Der ist fällig. Ich bin fällig. Du bist fällig. Schön, dass wir es geklärt haben. Na kommt schon, Leute. Ich will euch alle... Ich hab euch nicht so gerne. Es tut mir leid. Da hinten ist der Ausgang, deswegen müssen wir alle kaputt machen, weil ich will hier nicht mit den anderen Pikmin langlaufen. Das erscheint mir ziemlich gefährlich und gewagt. Gute Arbeit. Noch einer. Es sind noch so viele, hey. Das gibt's sogar nicht. Ja, ja, wir töten alle Käfer. Rufen Sie Captain Olimar an. Er beseitigt auch Ihre Insektenplage. So, der letzte, bitte. Sehr wirkungsvoll. Mit kleinen Pick-Pick-Karotten. Schädlingsbekämpfung mit Pick-Pick-Karotten. Tragen, 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 tragen. Tragen. Geht nicht. Die Luft sollte jetzt ja rein sein. Einen Schatz gilt es noch zu finden. Au. Ah. Eine zufällige Blume. Was macht ihr denn da hinten? Damit können wir unsere Pikmin in die angezeigte Farbe verwandeln. Interessiert mich im Moment nicht. Eher, wo der nächste Schatz ist. Transportieren, transportieren, transportieren. Transportieren, transportieren, transportieren.
Hab ich irgendwas vergessen? Hier sollten wir weiße Pikmin graben. Oder hier. Genau. Ihr seid dazu nicht in der Lage. Anfänger! Loser! Eher die hier. Kommt schon. Habe ich überhaupt Weiße dabei? Nein. Was habe ich dann hier gemacht? Nimm sie alle mit, Olimar. Ich meine, ich habe doch Weiße mitgenommen. Hä? Ja. Sind aber ziemlich wenig. Naja, in solchen Höhlen könnten wir auch wieder auf weiße oder lilane Blumen stoßen. Und wieder neue züchten. Es wäre an der Zeit. Alle abstellen und dann werden alle helfen. Ach du Schande, ist das groß. Okay, ist nur eine Art Muschel. Was heißt eine Art? Es scheint eine Muschel zu sein. Beeilt euch. Liebe Freunde der Nacht. Meine lieben Abonnenten, ich find's geil. Das heißt, meine Abonnenten. Stirb! Mach was! So, Frau Zonzu Cold Mirror. Das ist eine Gedenkmuschel. Exzellent. Wir wollen weg hier. Genau, wie ich sagte, wir wollen weg hier. Falsche Richtung, ich denke schon. Hä, ich habe doch die Mauer eingerissen, dahinter war doch der Ausgang. War das hier? Ja. Los schon, ab in Sublevel 4. Baba, Papa! Was fehlt noch? Eigentlich haben wir alles gesehen. Ich glaube, hier gibt es kein Gift, oder? Aber wieder Feuer. Zeit für meine roten Pikmin wieder ins rechte Licht zu rücken. Oh, ey, die Gelben machen die Dinger aus. Ich glaube es ja nicht. Können sie natürlich auch, solange es nicht... Okay, das ist ganz gefährlich hier. Töten. Ja, natürlich können alle Pikmin-Farben diese Feuerstellen ausmachen. Solange da kein Feuer kommt, sonst brennen sie halt dabei. Ah, wir können wieder weiße Pikmin züchten, das machen wir auch. Ich komme nachher wieder. Aber ich brauche nur ein paar rote, um die Dinger auszumachen. Oh nein, der Killer wieder. Das ist hier der Champion. Ja, sind damit die Pikmin gerettet? Komm her. Was ist das denn da? Was ziemlich Böses. Wenn man mich fragt, ein neuer Gegner? Mach erstmal die Feuerstelle aus. Komm schon! Jetzt ist er tot. Gut. Hier gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. All das und noch viel mehr im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.